Guck mal hier. Ich wäre an der heranwachsenden Bazille. Und wir sind in Fulda gelandet. Wir haben unseren versifften Anschluss nicht bekommen. Das heißt, wir organisieren jetzt Ersatz bei diesem versifften Service Point oder wie das heißt. Wir haben gerade hier bei der Bahninformation einen Taxigutschein bekommen im Wert von 180 Euro. Jetzt müssen wir noch nach Erfurt fahren, weil von dort aus ist es gültig. Und dann werden wir dort mit dem Taxi nach Hilburghausen hinfahren. Das ist richtig geil. Unsere versiffte Zug kommt an. Der kann schneller fahren kann, als mein Kopf denken kann. Der fährt uns nach Erfurt zum Taxi. Deswegen werden wir da jetzt einsteigen. Also dahin, wo mein Kopf mir zeigt. Ich mag Bierzüge. Geprost. Seht ihr? Da passt ein richtiger 2-Euro-Stück durch. Also ein echter sogar. Das ist richtig geil. Das kann ich euch allen empfehlen. Das könnt ihr mal alle nachmachen. Wir sind in Erfurt angekommen. Und jetzt laufen wir zum Taxi. So, wir sind jetzt in dieses Hilburghaus angekommen und jetzt laufen wir zu Ramses. Und es schneit. Ich wäre eine richtige Küchenschabe. Ich wäre ein Kaulquappenkopf, weil ich habe einen Schwanz dran. Guck mal hier. Das hier, das ist ein Brunnen und da ist jetzt gerade Eis oder eine Platte drauf oder sowas. Und da drin, da habe ich schon mal geschwommen mit Ramses der Dicke. Und Ramses der Dicke, der kommt gerade von dort mit Hannes. Ramses ist schon wieder dran. Und Hannes. Endlich können wir wieder Bier trinken. Wir machen morgen. Also wir werden heute bei Ihnen hier pennen. Guck dir mal das an, das ist Berliner Prange. Wir werden morgen ganz viel Bier trinken zusammen. Ja, 12 Stück. Wir werden morgen ganz viel Bier zusammen trinken. Genau 12 Stück. Wir werden morgen ganz viel Bier zusammen trinken. Ja, 12 Stück. Wir werden morgen mehr als 12 Bier trinken. 12 Stück. Genau 12 Stück, Lutzner, aber richtig scharf. Hier, Hannes, ein Bier. Hier, Bier. Schanger, ein Bier. Ich bin eine richtige Gehirnverschwappung. Hier, Mr. Miyagi, ein Bier. So. Geprost. Geprost. So, guten Nacht. Ramses ist der Dicke. Der hat diese Schuhe an, diese Crocs. Guck mal hier. Er macht genau diese Musik. Satan, Satan, in der Bude ist das warm. Was ein Meilenstein ist, Rap, Fotze nennt mich Martin. Ich bin fett und überdop und das bitte Hosa Mike. Deine Leiche wird gehäutet, so tief wie ein rotes Kleid. Ja, er schläft den ganzen Tag, ich frag mich nur, wie kann das sein? Tonnenweiße Energy, pumpt er sich doch täglich rein. Denn der einzige Effekt, den Effekt bei ihm erzielt, ist der Bauch wird immer dicker, was wohl eine Rolle. Dass du dich gerne bürgst, wenn Seife am Boden liegt. Macht es mich ganz verrückt, bitte schon mein Glied. Counter-Strike, Battlefield, Kills und GTA in deine Spielewelt. Bist du echt voll der Star? Ich bin gehirnverzogen. Ich hab einen Knotenkopf. Das ist eine. Willst du nochmal nippen? Das ist eine richtig ranzige. Luftmatratze. Nicht zu empfehlen, auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Wenn ich mal umkippe, oh, Alter. Ich glaube, das wird nix. Das ist eine richtig versüffte Luftmatratze. Genau, eine Luftmatratze heißt das. Luftmatratze, genau. Ja. Genau, so heißt das. Genau. Hilfe! Wir sind wach. Es beginnt. Morgen schwappt unser Gehirn rum.
der wird schmerzen und sowas. Das glaube ich, da dran drin glaube ich richtig dran. Ey, der blendet schon wieder. Jetzt rein, das war nimm mal dein Maskottchen. Jetzt wird Cowboy-Koffein gesoffen. Mein Hirn ist aber noch nicht wach für heute. Das ist scheiße. Das muss wacher sein oder so. Glaube ich. So, wir sind ausgelaufen. Und wir laufen jetzt zu Rewe oder so. Zum nächsten Biergeschäft. Und du hast das erste Bier zu trinken. Katzenhaarallergie ist scheußlich. Guck mal, wir laufen alle in kurze Hose rund. Das ist geil. Das ist hier total feucht. Guck mal hier, dieser versüffte Fluss hier ist eingefroren. Da ist Eis drauf. Das heißt, bestes Wetter für diese Alljahreswetterhose. Unter dieser Brücke hier, da hab ich mit Ramses der Dicke und Flatti schon mal drunter gepennt. Das war cool gewesen, das kann ich nur empfehlen. Guck mal, das hier, das ist die Biermeilenkarte. Genau, so laufen wir hin und so. Und da an diesen Stellen, da trinken wir Bier. Ich bin ein Stück Hirn. Ich bin ein Pfirsichgesicht. Mit Steinen drin. Weil mein Hirn so klein ist. Guten Hunger. Danke. Danke für die Einladung. Ebenfalls. Mit Döner reinhängen. Bevor wir uns gleich unser erstes Bier ins Maul reinschieben, habe ich mir hier einen Koffein erstmal gekauft. Zum Starten. Ich habe heute extra noch Gürtel, weil das letzte ist noch zu heiß. So, wir sind jetzt bei diesem verschmierten Rewe drin und hier wird jetzt gerade das erste Bier ausgewählt. Du wählst das erste Bierchen aus. Ja, ich wähle das erste Bierchen aus. Wir haben jetzt diese Uhrzeit hier. 11.16 Uhr und ich habe gerade bei Rewe nochmal Code gemacht und darauf wird jetzt das erste Bier aufgemacht. Hey! Wenigstens einer hat's gefilmt. Das wurde gefrost. Gilt gefrost. Prost. 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 Es ist dieses Bier, halber Liter. Und danach werden, nach dem Bier, werden 11 weitere Biere getrunken. Und ich habe immer noch eben gerade Kot gemacht. Jetzt gelaufen wir Bier trinken zum nächsten Biergeschäft. Ich bin ein Verranzungsgesicht. Eine richtige Verranztheit. Guck mal, wir sind hier bei diesem verschmierten Edeka angekommen. Wir müssen noch das Bier austrinken. Weil ich bin jetzt da mit Bier aussuchen. So, ich habe Warsteiner genommen. Doch, du mochst. Nein, ich will nicht. Du mochst. Du mochst. Aber ich wollte doch essen Schnaps trinken. Einer davon war mir. Ich habe schon mal Analabfall produziert. Und dann bin ich rausgekommen, oder was? Wir sind hier bei Netto. Und hier wird jetzt das nächste Bier ausgesucht. Und wer sucht das aus? Der da. Er sucht jetzt das der nächste Fahrer. Bier. Der Fahrer, der macht auch Lost Places. Oh, jetzt hast du meinen Rülps übertönt. Das können wir nachsuchen. Wir müssen halt noch das Warsteiner leer trinken. Ich bin leer. Und ich bin nicht schon lang. Ich muss wirklich sagen, heute habe ich nicht einen falschen Sauftag erwischt. Heute funktioniert mein Magen voll scheiße. Ich hänge auf jeden Fall am meisten hinterher. Ja. Dann schützt einfach den Schaum weg. Das ist richtig scheiße. So, das nächste Bier ist gekauft. Und das wird. Diesmal wird das hier getrunken. Ist ja bestimmt auch.
Gib Prost! Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist eine Turin, sein Bierkorken. Gib Prost! Gib Prost! Gib Prost! Gib Prost! Oh Scheiße, hier direkt gegenüber ist das nächste Biergeschäft. Und wir haben noch ganz viel, wir müssen das Ganze noch leer. Du hast ganz viel, der Hannes hat schon leer. Ja. Der Ramses hat noch Tee. Sehr. Der Hannes hat das schon leer gemacht. Oh. Heute ist nicht mein Biertrinktag. Du hast schon wieder noch das meiste, selbst die hat selbst weniger die. Scheiße. Mein Magen fühlt sich Mein Magen fühlt sich heute irgendwie so komisch an. Ich glaube, ich werde später kotzen. Hatscha! 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 Ja! Oh, da müssen wir weg. Hast du noch einen auf Lager? Nicht mehr? Ich hab vergessen, wie das geht. Oh Scheiße, neues Bier ist gekauft. Das muss jetzt aufgemacht werden. Scheiße! Prost! Prost! So, Prost. 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 Und jetzt haben wir gefühlt für Bianca Info 3 Minuten Zeit, das auszutrinken, dann ist der nächste Laden. Guck mal, hier vorne ist ein nächster Biergeschäft. Und wir haben das hier noch nicht leer getrunken. Und heute ist immer noch nicht mein Tag zum viel Bier trinken. Doch, guck, bist bis jetzt dabei. Und der Hannes übertreibt es jetzt, weil der Hannes darf ja auswählen, der Hannes im Faxe. Hier vorne hängt Bonusbier. Nein, ich habe kein Bonusbier, das ist reguläres Bier, wenn ich dran bin. Guck mal hier. Neues Bier steht bereit. Ich habe das genommen, weil das passt am besten zu mir. Super. Alter, was ist denn mit dir nicht verkehrt? Das ist ja richtig. Der Hannes hat jetzt 5-mal Faxe mitgenommen. Und warum? Warum hast du Faxe genommen? Dass ich schön besoffen werde und dann nochmal Spaß haben. Echt, das ist jetzt schon drin. So. Der Rest ist egal. Deine Natur, dein sieht schöner aus auf der Kamera, muss ich schon sagen. Dein Bild ist extravagant. Mmh, meins schmeckt mir auch. Ich kann ja auch mal ein bisschen filmen hier so. Du filmst nett, du hast Filmverbot. Geprost! Was wird das? Das kann ich jetzt gerade noch nicht machen. Warte, Achtung. So. Wir laufen jetzt mit Bier hier rum und guck mal, da vorne, da ist schon das nächste Biergeschäft. Ich muss sagen, ich bin zwar noch nicht so ganz fit, aber fitter als vorhin mittlerweile. Hier ist ganz viel Schnee, oder wie das heißt. Jetzt ist mein Fuß voller Schnee. Das ist geil. Okay. So, hier, jetzt ist dieses Bier hier dran. Geprost. 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 Weißt du, was cool wäre, wenn du mal hier ein Video machst, wir schlafen im Lost Place, weil das ist hier nur ein Raum und dieser eine Raum ist komplett gefüllt mit Müll und wenn du hier schlafen willst, musst du da hochklettern auf den Müll drauf, musst dich da irgendwo ablegen. Das wäre genial. So, jetzt wird das hier getrunken, Bitburger Winterbock. Jetzt aufmachen oder was? Ja, oh, ja, Mitte. Ja, genau. War ich da noch angedichtet? Weil ich noch angedichtet vom Vortag bin, fühle ich mich irgendwie besoffen. Kein guter Tag für sowas. Aber wir machen es. Oder so irgendwie in den Umdreh. Und da drüben, da hinten,
Wir haben natürlich das Bier noch nicht ausgeleert. Aber da hinten, da ist das nächste Biergeschäft. Versifft. Hier schon versifft. Ich bin der Fahrer. Wir müssen mehr Bier trinken. Guck mal hier. Wir sind schon wieder in einem Biergeschäft drin. Jetzt hat gerade das hier rumgeschmissen. Ich muss pinkeln. Ich muss Urin machen. Wir haben ein neues Bier gekauft. Das könnte man hier sogar so machen. Das ist Feuerzeug. Wir haben also mal kurz, also ich bin fast noch die Klasse hier, muss ich sagen. Wir haben kurz eine Frühstückspause gemacht, würde ich es nennen. Frühstückspause hier. Ein bisschen für den Magen, damit alle ein bisschen mehr trinken können. Ne? Diese Drecksbäckerei. Guck mal hier. Wir sind bei der Hälfte. Ach, wir haben die Hälfte geschafft. Wir haben es Uhrzeit 17.47 Uhr mit längerer Unterbrechung am Kaufland, wenn ich mich recht entsinne, mussten wir Pause machen. Es ist dran, bröselt sein Bier. Er hat ausgesucht Münchner Hell. Ich würde sagen, wir trinken es einfach. Hannes, noch da? So halbwegs. Noch da? Ich würde sagen, Bier start. Humpes. Oh, guck mal, ich habe das auf der runden Kante habe ich das drauf. Geprostet, würde ich behaupten. So, liebe Leute, es ist jetzt 18.19 Uhr. Ich möchte nur kurz mitteilen, dass 80% der Goldenen Meile-Mannschaft ziemlich mit durch ist, würde ich behaupten. Um euch da einen genaueren Einblick aus dieser ganzen Sache gewähren zu können, würde ich mal sagen, wir schalten einfach mal live rein in den Netto. So, auf geht's. Live-Schaltung beginnt bei Hannes. Live-Schaltung geht über zu Natururin. Oh, hört es? Das geht noch lauter, Schatzi, los. Ah, gut, das wird er nicht. Hier haben wir Ramon, der jetzt eigentlich mit Bier holen dran ist. Ich muss jetzt mal erst immer ein Bier holen. Du bist dran. Hier, den Vorraum zu verlassen. Aber selbstverständlich. Und jetzt werden wir gebeten zu gehen. Jetzt ein neues Bier trinken, Start. Da wissen wir uns schon, ob bei mir auch so was Bier kommt. Guck mal hier, wir laufen über einen Zebrastreifen durch. Obwohl in den ersten Stunden mir es nicht so gut ergangen ist. Im Magen her und sowas hat sich das belegt mittlerweile. Also jetzt fühle ich mich so langsam gut. Deswegen schließen wir erfolgreich die Wintermeile ab, wenn wir die letzten Biere getrunken haben. So, guck mal, wir sind jetzt hier in der vorletzten Station. Ich freue mich auf das Fassbier von und sehe ich jetzt dran. Ich bin dran. Die Bierauswahl. Ich habe das Hasenhell ausgewählt. Wir haben jetzt dieses Bier hier. Und, wir haben noch eine Bierstation. Noch eine Bierstation haben wir noch. So, es wurde jetzt gerade Desperados bestellt. Und das hier, das ist das letzte Bier von der Meile. Und danach gibt es Bonusbier. Bonusbier. Gib Prost. Hoppa. Ich bin ein Wurm. Es muss mehr Uralabfall produziert werden. So, wir haben gerade Bier getrunken und gegessen und jetzt laufen wir zu Ihnen hier. Ich bin die letzte Bazille. Ich wäre eine richtige biertrinkende Bazille. Ich wäre ein Kellerasselhirn. So, weil wir jetzt die ganzen Biere getrunken haben, von der Meile, laufen wir jetzt zu Ramses. Ja, erstmal die Beine hochlegen. Das geht gefährlich.
So, jetzt laufen wir hoch zu Ramses. Eppa! Jawohl. Nein mit euch! Nein mit euch! Jetzt laufen wir in Ramses rein. Das System nochmal neu. Mein Hirn schwappt rum. Kennt ihr diese Kugeln, die kennt ihr diese Kugeln, die von den einen zu den anderen Kugeln hineinschwimmen und diese andere Kugel auch rausgeht und doch mal hineinschwebt? Also gegen Klatsch. Genauso fühlt sich mein Gehirn an. Und nicht anders. Koffein ist fertig. Wir sind gerade im Auto drin und wir werden jetzt zum Bahnhof hingebracht. Und mein Hirn schwappt rum. Unsere verschissene Bahn kommt hier angerollt. Wir werden hier einsteigen. Da. So, ich bin mittlerweile schon wieder zu Hause angekommen und guck mal, ich habe hier 4 Pakete rumliegen. Diese 2, das ist Fanpost und diese 2, das sind Amazon Wunschliste Mitbestellung. Und ich bin gespannt, was drin ist. Ich werde die jetzt alle öffnen. So, das hier, das ist eine Fanpost. Und das sieht nach Bier aus. Service Naturin, heute erreicht dich feinstes Premium-Bier aus dem Herzen der Kurpfalz. Außerdem möchte ich die Gelegenheit nutzen und Edermausmann zum 40. Geburtstag grüßen und einen Träger Bierpower springen lassen. Schöne Grüße und mach weiter so, E außer D. Viele Grüße zurück und vielen Dank dafür. Und für mich ebenfalls alles Gute zum 40. Geburtstag gewünscht, Edermausmann. Ich bedanke mich erneut für den kräftigen Support. Da steht drauf, ich grüße Edermausmann. Ich grüße Fugé. Ich grüße Tom Palermo. Ich grüße Heiko. E außer D. So, ich werde jetzt dieses Bier hier ausprobieren. Und ich glaube, das kenne ich irgendwo her, aber es ist schon so richtig lange her, dass ich das zuletzt getrunken habe. Beziehungsweise, ich habe das nicht mehr so richtig in Erinnerung. Deswegen ist das sehr schön. Geprost. Ich grüße E aus HD. Ich grüße Heiko. Ich grüße Tom Palermo. Ich grüße Fugé. Und ich grüße Edermausmann. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Ich werde auf dich jetzt 6 Bierpowers machen gehen. Bierpower 1. Bierpower 2. Bierpower 3. Bierpower 4. Bierpower 5. Bierpower 6. Vielen Dank für den kräftigen Support. Das wird für den nächsten Roadtrip zur Seite gelegt. Weil Italien muss von mir auch noch verpennt werden. So, ich werde jetzt den zweiten Fanpaket öffnen. Moin Andreas, ich habe dir wie angekündigt ein Paket mit meinem Lieblingsbier zukommen lassen. Ich hoffe, du wirst Bier auf deiner nächsten Tour genießen. Für den danach folgenden Bierschiss habe ich dir auch noch was beigelegt. Du lebst meinen Landstreicher-Lifestyle-Traum, lass dich nicht beirren und mach weiter so. Ich würde mich natürlich über einen Bierpower freuen. Viel Spaß beim Weiterzugelaufen. Geprost. Grüße an der Ranzkanzler. Gerne mehr Videos aus den Alpen oder komm doch mal ins Rheinland oder die Eifel. Viele Grüße aus der Nähe von Köln, Chris Wuth. Vielen Dank für das Paket, ich grüße dich auch, Chris. Jawohl. Frühkölsch, das ist gutes Bier. Das Bier kenne ich auf jeden Fall. Das, ich mag diese Biersorte auch sehr, sehr gerne. Jawohl, Feuchttücher, beziehungsweise Analpapiere in Feucht. Vielen Dank für die Biere und die Feuchttücher. So, jetzt werde ich diesen Amazon-Wunschlisten-Mitbestellungspaket öffnen.
Ja, hier wurde, war irgendwie kein Zettel drin, aber ich weiß, was das ist. Jawohl. Und zwar guck mal hier. Das hier, das ist mein Tasmanian Tiger Daypack Rucksack. Und hier ist ein Getränkehalter. Aber hier auf dieser Seite, da fehlte der noch. Und deswegen habe ich dann diesen hier in die Liste reingepackt. Damit ich das hier, genau, weil der hat gefehlt. Damit ich zwei Getränkehalter habe, beziehungsweise zwei Verstaumöglichkeiten. Ich werde den jetzt einmal da dran machen. So, ich habe jetzt Getränkehalter Nummer 2 hier dran geflochten. Und jetzt ist diese Tasche vollständig. Das ist sehr gut. Besten Dank an Unbekannt für das Mitbestellen des Getränkehalters. So, ich werde jetzt das letzte Amazon-Wunschlisten-Mitbestellungspaket öffnen. Ich muss das zensieren. Ich habe gerade den Namen zensiert und da steht drauf, ein Geschenk von Jennifer B., damit du uns weiterhin tolle Videos und Unterhaltung bieten kannst. Beer Power von Jennifer B. Besten Dank, Jenaya, und viele Grüße und vielen Dank für deinen bisherigen Support. Das Ding, das ist ein, wie heißt das Ding? Das ist ein Weitwinkelobjektiv für meine Sony ZV-1, also für meine Hauptkamera. Also nicht mit der Actioncam, mit der ich meistens filme, sondern mit der Kamera, mit der ich jetzt gerade filme. Und mit dieser Weitwinkelobjektiv, da sollte man viel mehr sehen können. Als so wie jetzt. Genau, deswegen, dafür ist das gut. Deswegen habe ich das hier in die Wunschliste reingepackt. Und guck mal, das hier, das ist jetzt genau diese Sicht. Und ich werde es jetzt draufschrauben und dann mache ich dann die andere Sicht. So, ich habe gerade ein Weitwinkelobjektiv dran geschraubt und man sieht auf jeden Fall, dass dieser Tisch so ein ganz kleines bisschen minimal weiter entfernt ist. Aber wenn ich jetzt meinen Kopf filmen würde und da so ein paar Zentimeter weiter entfernt ist, da kann man mehr sehen als mein Kopf. Und das ist super. Und deswegen ist das richtig geil. Vielen Dank, Jenaya, für das Weitwinkelobjektiv. Und ich grüße dich. So, ich bedanke mich nochmal für die Zuschauerpakete. Und ich muss mich noch daran gewöhnen, dass wenn ich ein Weitwinkelobjektiv, dass ich nicht mehr so dicht dran bin wie mein Kopf manchmal. Hier oben geht zum selben Vlog bloß aus der Perspektive von Ramses der Dicke. Und hier unten aus der Perspektive von der Fahrer. Gebt euch beide Videos und folgt die beiden Kanäle.